Hallo, ich bin Carsten in Winterberg. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hier ganz unscheinbar entspringt die Quelle, entspringt die Ruhr. Also hier ist die offizielle Ruhrquelle. Der Rote Radweg, der geht da 100 Meter da den Berg hoch. Eigentlich hier vorbei, aber ich bin mal eben runtergegangen, weil ich habe ja schon so ein paar Flüsse jetzt abgefahren, wo ich dann nicht an der Quelle war. Und gerade die Ruhe, die wollte ich mir dann doch antun. Ja, ihr habt es ja schon im Titel gesehen und der sich auskennt, der weiß, wenn ich im Winterberg mit dem Rad bin, dann kann es nur sein, dass ich den Roter Radweg fahre. Und so ist es auch. Ich bin zwar gerade erst von der Werra zurück, aber ich habe jetzt noch ein paar Tage frei und wollte die Tage dann nutzen, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, aber man kann nicht alles haben. Ja, das Gute, wenn man an der Quelle startet, ist natürlich, dass es von da aus erstmal bergab geht, so wie hier jetzt auch. Es regnet zwar im Moment nicht, aber trotzdem die Regenjacke angezogen, weil der Fahrtwind, und es sind nur gerade mal 14 Grad, aber dann merkt man schon. Ich bin jetzt die ersten, weiß ich nicht, 4-5 Kilometer unterwegs. Ne, 7 glaube ich schon. Ja, vom Bahnhof aus geht es ziemlich steil hoch. Aber ist nur ein kurzes Stück, vielleicht ein Kilometer oder so, wo es bergauf geht. Und dann geht es zur Quelle bergab. Dann nochmal den kleinen Hügel da hoch. Ich wollte mal ein paar Worte zur Anreise loswerden. Also ich bin mit dem Zug angereist. Das ist eigentlich problemlos möglich. Von Dortmund oder zwischen Dortmund und Winterberg pendelt auch ein Zug, der Fahrräder mitnimmt. Allerdings ist es auch nur ein recht kleiner Zug. Und ein, wenn auch großes Fahrradabteil. Allerdings waren jetzt auch wieder so viele Räder da, dass es auch schon verdammt eng wurde. Da hat zwar keiner Stress gemacht oder so, auch die ganzen Radfahrer, die waren alle ganz locker, haben das alle entspannt gesehen. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben heute Donnerstag. Ich hätte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass heute so viele den Ruhrtalradweg starten. Aber es ist auch so, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, dass auch einige den Ruhrtalradweg so fahren, also mit dem Auto anreisen. Dann den Radweg fahren und mit dem Zug zurück zum Auto und dann nach Hause. Ja, der Ruhrtalradweg, der wird touristisch auch ganz schön ausgeschlachtet. Also alle paar Meter kommt irgendein Hinweis auf die nächste Gaststätte.
und mit den Leuten, mit denen ich mich im Zug unterhalten habe, die den Ruhrtalradweg schon gefahren sind, die waren in Hotels und die sagten, Doppelzimmer 60 Euro aufwärts. Ja, mittlerweile hat die Ruhr dann auch schon an Breite zugenommen und man könnte schon sagen, die Ruhr ist ein kleines Flüsschen. So, hier eine kleine Brücke. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, die nächste Stadt ist erreicht, oder bekanntere Stadt, Olsberg. Ja, vorbei an der Sauerlandtherme und dann geht es hier durch den Park. Ich kann nicht so viel nach vorne filmen, weil es nieselt mittlerweile und das wird sich alles auf der Kameralinse niederschlagen. Ja, ich habe jetzt die ersten 23 Kilometer weg. Noch anderthalb Stunden bis zum Campingplatz. Also diesmal wird es eine recht entspannte Tour, sollte es werden. So von der Etappenplanung her, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber man muss ganz klar sagen, man merkt schon, dass man hier im Wanderdomizil ist. Gleich der Ruhrtalradweg ganz schön von Rädern bevölkert ist. Aber es geht noch. Bin mal gespannt, wie es bei uns im Ruhrgebiet ist. Auf dem Leinpfad ist ja nicht so viel Platz. Könnte eng werden. Schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich schon am Ortsrand von Meschede. Und hier werde ich für heute Nacht den Ruhrtalradweg verlassen. Und zwar Richtung Hennesee. Ich weiß nicht. Also jetzt steht hier 11 Kilometer noch. Ja, ich denke mal so 8 Kilometer am See entlang oder so. Schauen wir mal. Aber erstmal rein in den Ort. Oder in die Stadt. Meschede ist, glaube ich, eine Stadt, ne? Ja, hier zum Hennesee hoch. Da geht es aber ordentlich hoch, muss man sagen. Und jetzt auch noch so ein bisschen hoch und runter. Aber dann müsste ich jetzt, wenn ich das Höhenprofil richtig deute, geschafft haben. Einmal noch hoch, ordentlich, und dann sollte es gut sein. Dann sollte ich bald am Campingplatz sein, denke ich mal. Ja, 6,8 Kilometer. Ja, das Gute ist, wenn es jetzt bergauf geht, habe ich es nachher morgen früh einfacher und kann mit einer schönen Abfahrt beginnen. Ja, ich habe es auf der letzten Tour schon festgestellt, das Höhenprofil von Sigma, das lässt sich ein bisschen verarschen von der eigentlichen Topografie, sage ich jetzt mal so. Wenn der Weg nah an einem steilen Hang vorbeifährt, dann meint das Gerät schnell mal, dass man über den Berg fährt, statt nur dran vorbei. Ja, ich sag mal so, solange die Überraschung ist, dass es weniger Höhenmeter sind, ist ja gut, aber wenn man weniger angezeigt bekommt,
also es in Wirklichkeit sind, dann ist es auch doof. Ja, und Ausflussdampfer gibt es ja auch. Und für mich geht es da weiter.